Ja, aber jetzt bin ich bei mir drinnen. Puh, das ist ein Spießrutenlauf heute. Bist du gelähmt, da wie ich schwitze auch noch. Jetzt muss ich mir dann ein Bier holen, weil das ist la und das ist auch so gut wie la. So, jetzt holen wir gleich einen Thomas noch einer. So, da, so, funktioniert's? Thomas, ja, jetzt. Siehst du, was das für eine Challenge sein kann, wenn man kein Internet hat? Ich freue mich schon auf morgen. Es wird eine Herausforderung werden für mich. Was sagst du? Es wird morgen eine Herausforderung für mich. Nein, das, ich freue mich darauf. Das passt alles. Siehst du, das geht relativ einfach. Wenn wir halbwegs ein stabiles Internet haben, dann wird das schon gehen. Sehr gut. Es ist relativ kurzweilig. Wichtig ist, dass du Bier vorrätig hast, dass du nicht verdurst. Und wir reden heute über Gott und die Welt und vielleicht kommt der eine andere Kollege dazu und hat die eine andere Frage. Vielleicht hätte ich morgen noch mal. Hast du Mittag einmal Zeit, dass wir mal einen Einstieg machen, dass wir mal kurz anteasern? Passt das für dich? Nee, jetzt haben wir schon mal probiert, jetzt wissen wir schon, wie es läuft, also kenne ich mich schon so weit. Okay, dann treffen wir sie. Hast du um 7 da bist, bitte? Bin ich da um 7. Das war cool und ich fange dann schon an auf Facebook und dann steigen wir einfach ein. Sehr gut. Dann bis morgen. Dann bis morgen, freu mich, gell? Ciao. Danke, dass du Zeit nimmst. Ciao. So, den Thomas habe ich rausgeschmissen. Jetzt kann der Müsli-Mauser wieder einer. Oder was? Ja, mein Internet, ich weiß echt nicht. Es ist echt spannend. Ich lade gerade eine ganze Sache nicht, dass ich in Oberösterreich einfach ein Bier kriege. Ja, die, was uns Bier verzahnt, die mengen wir nicht. Das ist ganz logisch. Das ist nicht. Ich lasse jetzt schnell einer, weil muss man wieder Bier holen. Du musst jetzt gar 2 Minuten übernehmen und dann das schaffen wir hoffentlich, oder? So, liebe Community, ich sollte gleich wieder kurz übernehmen. Warte mal. So. Ich hole mir Bier dabei. Jetzt soll es gehen. Jetzt ist es mir wieder doppelt. Nein. Okay. Ich muss kurz übernehmen. Es tut mir wirklich leid für die technischen Probleme. Jetzt ist beim Kreis jetzt keine Ahnung, was das ist. Ich nehme die Schuld auf mich, es wird an mir liegen, es wird an meine Verbindung liegen, es tut mir wirklich leid. Die Futter, die haben es dem Lunger eh schon mit Kraftfutter Plus. Ja, keine Ahnung, was da alles los ist und warum das jetzt nicht so funktioniert, wie man das gedacht hat. Wir haben am Nachmittag alles probiert, aber nur zu den wichtigen Themen des Lebens. Karl? Ja, bin da. Wird kann man kein Witz mehr erzählen. Haha, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Erzähl mal einen Witz und dann schauen wir weiter. Nein, die Frage ist, ob du jetzt einen weißt, den ich vielleicht auch noch nicht kenne. Ich konnte ist mein Licht im Hintergrund. Traum mal ja, so. Ja, dann mache ich das, wenn das gefordert wird. Also, die Damen müssen jetzt alle weggehören. Weil der ist ein bisschen. Ist das besser? Ja, jetzt bist du viel lauter da. Man sieht dich nicht etwas besser, du bist da lauter. Also, ich erzähle jetzt meinen Lieblingswitz. Und wie gesagt, sehr abgehackt bei mir. Okay, jetzt kann es sein, dass mein Internet nachlässt. Dann wird die Verbindung flüssiger. Okay. Erst mal noch, oder geht's? Ich weiß nicht. Können wir wieder die Variante mit dem Telefon machen? Ah, okay. Dann rufe ich an. Licht und Internet. Ist er so? Ja, ich kann es wahrscheinlich wieder gescheiter. Ist jetzt vielleicht auf dran oder an dran? Jetzt müsst ihr euch da entscheiden. Karl ist besten Städter. Ich erzähle jetzt meinen Lieblingswitz und wie gesagt, die Damen sollten vielleicht ein wenig wegkehren, weil der ist ein wenig chauvinistisch. Stirbo kommt zu der Mutter. Jetzt stehen genau die Damen alle ein, schau. Ja.
nicht an das Pferd. Genau. Das Dirndl kommt zu der, falls zum Vater. Das Dirndl kommt zum Vater und sagt, du Vater, ich hätte gern Foto vom Müsli brauchen wir, da ist Foto vom Müsli. Ich hätte gern bei meinem Zimmer eine Jalousie. Sagt der Vater, für was brauchst du eine Jalousie bei deinem Zimmer? Sagt sie, ja. Jedes Mal, wenn ich aus der Dusche, aus der Brause raussteige, dann spechelt der Nachbar um. Also spricht der Nachbar spannend für alle meine Deutschen, für die deutschen Zuschauer und so weiter. Und sagt der Vater, nein, das machen wir ganz anders. Du tauschst mit der Mutter das Zimmer, da willst du eh schon ein größeres Zimmer und dann ist das gleich erledigt. Sagt die Tochter, ja, und was ist dann mit Nachbarn? Sagt der Vater, siehst, dann soll sie der Jalousien kaufen. Ja, oft geht nicht, gell? Und was ist das, ja, echt Edelmärten, Wieden, Wiedenkraft am See, die Kamera gehört, das ist der Wahnsinn. Ich habe aber einen Jagerwitz, einen relativ kurzen. Treffen Sie zwei Jager, beide tot. Das wäre mein Opa nicht erzählen, weil dann hat er mich ausgerechnet. Ja, der kürzeste Jägerwitz ist getroffen, weißt du? Ja, ja. Die hören es nicht so gern. Aber da habe ich auch noch mal. Also ich weiß nicht, ich denke, du wirst die anderen kennen, aber... Ja. Die Madeleine ist auch wieder da aus der Schweiz. Grüß dich, sie muss gegenüber vom Altersheim. Bist du die Attraktion vom Altersheim dann? Oder hast du Jalousien? Wir haben alle seitdem gegenüber wohnt der neue Brüder schon. Ja, wahrscheinlich. Madeleine ist wahrscheinlich der Außendienstler vom Optiker. Also. Oder vom Zeiss. Du bist das beteiligt. Ja. Naja, so, jetzt bist du dran mit dem Witz. Ich meine. Ich fange mal locker an, mein Lieblingswitz geht dann zum Schluss. Jetzt weil wir gut beim Jagerwitz waren. Was bleibt über, wenn der Hochstand abbrennt? Der Hochstand abbrennt? Paris habe ich schon mal gewusst. Der Volvo-Schlüssel und irgendwas vom Hund irgendwie so. Ja, nicht ganz. Toyota-Schlüssel. Subaru-Schlüssel. Was für einer? Der Subaru. Ja, der Subaru, ja. Aber da war er, ja, da. Ja, schau. Aber jetzt probieren wir es noch einmal. Jalousien mit J, Madeleine, du hast es eh geschrieben, dass man es anders schreibt. Ist natürlich leicht geredet, wenn man es nicht schreiben muss. Jalousien. Der kürzeste Jagerwitz ist, genau, der Jager geht am Wirtshaus vorbei. Storen in der Schweiz. Ja, das klingt schon gefährlich. Aber ein Stor ist bei uns was anderes wie eine Jalousie. Also ein Stor ist bei uns ein Vorhang, wo man nicht durchsieht. Innen da der Weiße, ich bin da jetzt nicht so. Ich hab's verstanden, Gerde, beim Zusage geht keiner vorbei. Ich hab's schon checkt, danke. Ja, jetzt habe ich dein Witz draht. Nein, du, alles gut, wir sind ja da in Doppelkonferenz, aber du willst. Ich bin ja im Garten, dann lasse ich du bist der Gast, normal hast du einen Vortritt. Ah ja, ich bin ja der Gast. Mittlerweile haben wir ja wieder getauscht. Ja. Nein, ist nur ein Jagerwitz. Sagt der eine Jager zu dem anderen, ich habe jetzt einen neuen Binokel gehabt, der ist verzollt, der auf 100 Meter gestochen schaut. Ich sag das jetzt nicht. Da siehst du alle. Die Oma hat mir wahnsinnig gesagt. Mein Bild, wenn er nach Nauern der jetzt vor Swarovski, da siehst du 200 Meter. Jede Ameise, jeden Hackenkuss, da schau
ist ob es nicht sauber ist und hin und her. 14 Tage später, da rechnen sie den wieder, sagt der Jager mit Zeus, Optik, Fernglas und du. Also, ganz ehrlich, meins ist definitiv besser. Da kannst du sagen, was du willst. Ich habe letztes Mal von meinem Haus die umgeschaut und habe die und deine Frau also so richtig gesehen. Da ist dann die Sache gegangen, ich habe 50 Grad einlassen, bis zum Zeppel. Fenster war offen, die Vorhänge oder der Stor für die Schweiz, der war offen. Also Wahnsinn, das war echt, wo das angestellt hat, sagt der andere, ja, schau, jetzt meins war rausgeklaut und kommt jetzt gesehen, dass deine Frau ist. Ja. Wenn ich mit deiner Frau schnackle, sind wir dann verwandt, nein, dann sind wir gewinnt. Madeleine sagt, sie will ja keinen Herzinfarkt verursachen, darum hat sie Jalousien. Ah, mein Gott, in der aktuellen Corona-Krise, ich weiß nicht, was da schön ist. Ein schöner Tod ist es auf alle Fälle wahrscheinlich. Ja. Kommst du oder gehst du? Kommt man auch sagen, nicht? Ja. Bin ich wieder dran mit einem Witz oder bist du noch dran oder wie nennen wir denn? Du, der mal so, du hättest der weiße Ego hier und immer nur Bier. Okay, was holst du für ein Bier? Bitte schon? Welches Bier holst du dir? Das Ding ist Bravo. Ich hab mehrere zur Auswahl. Ich hab noch was da vom Bund, ich hab noch ein Kinder seiner Märzen, den passt super in Steinkort. Oder ich hab noch da was von der Gamlitzer Brauerei. Also, ich bin gut aufgestellt heute. Na gut, dann. Wisst ich meinst. Schau mal, was ich gerade mitnehme, wo ich wegstecke. Wenn du was anderes holst, musst du halt noch mal kurz einsteigen, dass du es uns zeigst. Ja, jetzt kriegen wir sonst irgendwie hin. Gut, so dann weiter in dem Text, in dem Kontext. Also, Herr Karl, viel Spaß. Zu dir einen Witz erzählen und mir fällt nichts ein. Zillertaler Pilz finde ich klasse. Ja, ich habe von der Zillertaler lediglich die holzfassgreifende Variante, das 514 und das 515. Also den Gauderbock, den es dann neu da in die Holzfässer, in die vorbelegten geben. Auch in der 03er Variante, in der 07er Variante. Da beide Biere, also das 514 und das 515. Meines Erachtens sehr gute Biere. Wer hat der Gott die Jäger geschaffen? Ja, wie denn, Mike? Der Mike fragt, wie hat der Herrgott die Jäger erschaffen? Schöne Grüße nach Holland. Schaut, dass wir nicht kommen können zu euch. Also wir waren nach Belgien gefahren, das ist nicht ganz Holland. Aber da hätten sie wahrscheinlich getroffen. Wie hat der Herrgott die Jäger erschaffen? Wer kann uns helfen? Ich erzähle den anderen Jägerwitz, den ich kenne. Zwei Jäger schießen eine Wildsau und treffen eine gerade und zahlen sie dann zum Auto. Und sie plagen sie und ziehen und ziehen und ziehen und mühen sich ab. Und dann kommt ein anderer Jäger dazu und sagt, das geht auch nicht so, wie es ist, das tat. Ja, wieso? Ja, weil es zieht sich gegen einen Strich. Ich weiß nicht, ob der euch das jetzt was sagt, der Strich. Die Borschen von einer Wildsau wachsen im Prinzip in eine Richtung. Und du kannst das mit dem Strich ziehen, also mit der Richtung, wo sie wachsen, oder gegen einen Strich, also gegen die Richtung, wie die Borschen wachsen. Und gesagt, getan, sie ziehen die Wildsau mit dem Strich, sagt der eine zum anderen, du weißt eh, leichter geht dort schon, aber vom Auto kommen wir aber weiter weg. Madeleine ist auch traurig, dass wir sie nicht treffen in Belgien heuer. Ja, da waren ein paar interessante Brauereien zum Besuchen dabei gewesen. Vormittag hat er die offen gemacht und Nachmittag ist ihm das schon ausgegangen. Okay.
Wieso? Ich wäre auf die Jager. Das hätten wir nur für Berufsgruppen. Beim Wiesertzön ist es so, ich brauche wieder ein bisschen Inspiration. Müslimauser ist da. Was hast du denn für ein Bier mit? Hereinspaziert. Herein, herein. Ich höre dich jetzt am Handy und reiß das Handy an, weil dann haben wir nicht die Doppelding. Das ist ein Schnorrgrün. Ich habe noch einen Mühltaler-Krug voll. Ja. Jetzt habe ich mich wieder weggedruckt. Geht schon weiter? Ja, genau. Da richtig. Ein Steinkrug gefüllt mit feinstem Edelmerzen. Weil man einfach gedacht hat, jetzt ist es auch schon wurscht, einfach einmal einen Stein länger kick. Also, Prost, die Runde. Im Übrigen hätte ich auch einen Schnorrgrut vorbereitet gehabt. Ja, aber. Schon angeteasert hat. Was bleibt über, wenn der Jager am Hochstand abbrennt? Das haben wir gerade. Der Subaru-Schlüssel und die Hundeleine, oder was haben wir gesagt? Mike, das hat es verpasst. Ja, genau. Der Kapitän macht diese Decke. Mein Gott, der muss oder einsteigt. Aber recht, sie ist in Oberösterreich so viel fliegen, oder wieso braucht sie direkt Deckel? Ja, weißt du, ein gutes Thema, da kann ich mich jetzt auch wieder erzählen auslassen. Weißt du, warum? Ah, da war ich am Klo. Ja, ist auch okay. Ah, so ein Schwachakter mit einer kleinen Blase. Tom, soll es mir verzeihen. Wieso ist in die Biergärten sind da immer Kastanienbaum? Das ist jetzt kein Witz, das ist jetzt eine ernste Frage. Ah, das ist absolut kein Witz. Ich höre schon wieder nicht mehr. Wir müssen wieder umschalten. Ich rufe dich an. I cannot hear you. Hi. Ja, ich glaube, es ist wieder keiner geworden. Genau. Deshalb geht die Biere immer aus dem Steinkrug. Ja, weil es kühler sind einfach. Weil es kühler bleiben und weil es von der Haptik her ein anderer Eindruck ist, wie wenn man. Der Gerald sagt Kühle, der Mike sagt Schatten, wieder Schatten, der Simon Sachsinger, Servus Simon, schöne Grüße nach Bergenschlegel. Drunter waren die Keller, oder? Ja, ja, okay, merk schon, da kennen sie ein paar aus. Im Lunga geht nichts mehr. Ja, leider. Der Mauser ist gerade ein wenig. Blätterwuchs im Frühling. Ja, hat auch was. Aber da kannst du ja weiß genau, wie im Internet im Lunga ist. Das sind dabei, dass man die Hand ein bisschen futtert, dass das Trau schneller dreht. Also, es tut mir echt leid. Es müsste Politiker mal antreiben. Ich erzähle euch jetzt einmal die Theorie, damit ich. Es ist ja auch interessant, weil in Franken sagt man ja nicht, man geht in den Biergarten, sondern man geht auf den Keller. Und das hat einen historischen Hintergrund. Die Bierkeller. Warum schmeckt das Essen beim Zuso so lecker? Ja, weil nicht alle der Wirt selber kocht, der isst es nicht der alle, wie man sieht. Und es war recht, wenn mehr ein Gäste kommen, dann bleibt halt nicht immer so viel, was ich essen muss. Also, aber jetzt kommen wir mal wieder ein wenig zurück. Simon legt aus Kohlerslag eine Glashausleitung in den Lungau. Heute Theresa. Ich kümmere mich jetzt um den Keller. Ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung. Kein Problem. Also man sagt, man geht auf den Keller, weil die Bierkeller waren natürlich unterirdisch und damit die auch im Sommer einen Schatten haben, hat man Kastanien drauf anpflanzt. Der Vorteil bei den Kastanien ist, dass die ein dichtes Blattwerk haben und ein Flachwurzler sind. Also nicht ein Baum, der in die Tiefe wurzelt, sondern flache Wurzeln hat. Und deshalb hat man auf die Keller Kastanienbaum macht. Das war jetzt einmal die Grundgeschichte. Also man hat noch nicht vorgehabt, dass man Biergarten oder irgendwas macht. Man wollte nur einen Schatten für seinen Keller haben. Und die Leute sind dann draufgekommen, dass sie aber unter die Kastanienbaum natürlich
am besten zum Sitzen ist, weil da hast du einen natürlichen Schatten. Und das wissen wir von unserem Biergarten. Also ein Schatten von einem Kastanienbaum, das hat mit einem Schatten von einem Sonnenschirm oder so, das kannst du völlig vergessen. Also das ist 101. Und deshalb sind praktisch in die Biergärten immer Kastanienbaum gewesen, weil zuerst waren die Bierkeller, wo man halt praktisch auch das Bier gelagert hat über den Sommer und so weiter. Da hat man dann einen Schatten gemacht mit den Bahn und dann ist man erst draufgekommen, dass man da gut sitzen kann. Also vorher war der Keller mit den Bahn und dann ist erst der Biergarten draußen geworden. Das ist der ganze Zinnober. Darauf ein Bier. Jetzt ist der Müsli-Maser angerissen. Holst du nur ein Bier oder bist du noch da? Größere Flaschen zulegen oder füllen die da in Frankenberg keine großen Flaschen ab? Genau, das ist, da gibt es auch was Lustiges dazu zu sagen. Das hat mehrere Sachen. Vor allem, das sind ja Einwegflaschen oder sind das Mehrweg? Nein, das sind leider noch Einweg, weil der Weg von Ruder in Frankenberg in Kartonkisten nicht wirklich so gut ist. Aktuell füllen ich noch in Kartonkisten ab. Es waren im Grunde Mehrwegflaschen, aber ich benutze es halt nur einmal, weil wenn ich die Retour in den Kartonkisten dann breche, die werden noch Flaschen von oben, wo da immer. Okay. Und des Weiteren bist du dann sehr vergleichbar, weil wenn du zu uns in den Supermarkt gehst, man möchte keine Namen nennen, steht da 4 A, B, C, D und dann steht da der Bündaler da. Und die sind einfach Zucker an einem Preis, als wir die anderen Biere. Und ja, deshalb möchte ich mich dadurch unterscheiden. Okay. Und funktioniert das? Weil es eben mehr Edelfein im Geschmack, in der Menge. Und wenn man Lust hat, natürlich nur zwei Töpfchen kommt. Ist ja kein Problem. Da habe ich 12er oder 24er Karton. Und somit hat es eh oder gut dauern. Vorausschauen bitte. Also Karl Jung Gradmeier fragt, wo gibt es das Mühltaler Bier zu kaufen bei uns? Ja, hauptsächlich bei uns da in Lunga, weil wir relativ Regionalbrauerei bei Mühl und Lobin, weil bei dem Bier ist ein regionales Thema, da ist die Frage, was ist Region mit hin und her. Das habe ich auch in meiner Masterarbeit, die ich gerade schreibe, beschrieben, was ist Region, welche Regionen abschießen mich dort. Und sonst gerne österreichweit über den Online-Shop www.mühltaler.at/shop beziehungsweise mühltaler.at durchsucht die ganze Website. Es gibt ziemlich interessante Informationen, alle Geschichte vom Jager bzw. den Jagerlier. Website geht aber nur Montag bis Freitag um ungefähr 4 Uhr auf Nacht, 16 Uhr, dann dran sind Lunga aus dem Internet da. Ich empfehle, Brieftauben zu senden. Ja, das stimmt nicht ganz. Also, schön kommen bei mir rund um die Uhr, versendet wird das zu den üblichen Werktag. 24/7. Ja, weil du das natürlich auch nicht verstecken. Ja, das ist fix gegangen. Der Müsli-Maser hat zugeschaut und am übernächsten Tag war das Bier schon da. Also ich glaube, der hat das Backel schon in der Hand gehabt, wie er gesagt hat, er schickt mir's. Ja, ich bin wirklich, sobald der Livestream fertig war, bin ich angegangen in meinen Keller, hab da zusammengeht, hab das Backel fertig gemacht, hab mir online das alles eingerichtet und an dich versendet. Nächsten Tag um 10 Uhr in der Kummer und am Tag drauf um 10 Uhr ungefähr in der Begegnungszeit. Wird sein, ich habe nicht begrüßt, ich habe nur. Nein, kontaktlose Lieferung in diesen Zeiten. Genau. Da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für die Spende natürlich für das Bier. Das haben wir euch eingangs schon gesagt, das ist eine Dauerwerbesendung hier. Wegen der Markennennung. Genau. Ja, und morgen ist eine Dauerwerbesendung, das muss man natürlich auch dazu sagen, für die oberösterreichischen Wirte, denen geht es
nämlich genauso wie alle anderen Wirte in Österreich bescheiden aktuell. Ja, was denn? Wir machen das Beste draus, was soll's. Genau, das Einzige, was ich euch, liebe Zuschauer, erraten kann, sobald das Ganze vorbei ist, geht zum Wirt eures Vertrauens. Das ist wirklich wichtig. Und kaufst regionales Bier. Ja, das war dann noch mal wichtiger. Ja, genau. Und irgendwer trinkt über mein Bier aus. Hast du wo versteckt, sag ich mal, das ist schon wieder klar. Entweder ist das so süffig oder sind die Flaschen so klein? Irgendwas hast du. Ich würde mal sagen, beides. Gibt es für diejenigen, die heute dabei sind, von der Müsli-Maus eine Runde, wenn das Ganze vorbei ist? Also wenn der Müsli-Maus ein Kind, dann macht man einen analogen Stammtisch und dann sind alle eingeladen und der Müsli-Maus soll wieder einen Karton von seinem Bierchen mitnehmen und das geben wir dann aus. Ist das ein Deal? Hey, das ist mehr wie ein Deal und jetzt müssen wir dann nur noch klären, was du für einen Fassanschluss hast, beziehungsweise was die Räder für den Fest haben, weil von mir aus nicht mehr Fassi mit und das stellen wir dann einfach rein und machen einen analogen Stammtisch. Und der Bierkipper ist ganz bescheiden, der macht dann nur ein Steak dazu. Also wegen den Fassanschlüssen kann ich dich beruhigen, ich habe 6 verschiedene Zapfköpfe da. Also ich glaube nicht, dass du einen Keck hast, wo ich keinen Zapfkopf hätte. Das ist nicht mehr. Nein, ich habe ganz normales S-Fitting, Core-Fitting, da hast du voll Geld, das hast du sicher da. Aber ja, du bist ein guter Abschnitt, wie ich komme meine auch optimal. Weißt du, weil wir lernen ja eigentlich, dass es 3 Zapfköpfe gibt oder Fittich bei uns, aber tatsächlich habe ich 6 verschiedene im Keller. Also dadurch, dass ich auch ab und zu belgische Biere habe und so internationale Biere, deshalb habe ich ein bisschen Auswahl. Wir sind 9 Personen, bitte Namen festhalten. Ich tue mir so schwer mit dem Festhalten, aber vielleicht hat einer Muße und schreibt mit, einen Pflichtführer oder so. Nein, sonst müssen wir das einfach ausschreiben. Auf. Genau. Das Einzige, was du sagen kannst, er bist halt nicht bei der Kultur. Wir werden das einfach auf Instagram ausschicken, wenn der Müsli-Mauser kommt. Und es hat halt angehalten, jetzt laufend auf Facebook, auf Instagram zu schauen, wann der nächste da ist. Der Manfred ist auch da. Servus, schöne Grüße nach Vorarlberg. Wie geht's euch? Habt ihr noch einen Schnee? Bildschirmfoto. Habe ich deren Ländle. Schöne Grüße ins Ländle. Habt ihr noch Gäste oder habt ihr es angebracht? Der typisch österreichisch versteckt man in den Keller. Du redest vom Fritzl, meine ich. Ach so. Ja, Gerrit, wir haben schon verstanden. Mach bitte das Bildschirmfoto. Das ist ausschalten und irgendwie so geht das. Ja, dann soll der Gerrit Schriftführer machen oder ich kann es. Ja, das ist ein aufgedeckter Schriftführer als Bierkipper. Ich meine, gibt es einen besseren Schriftführer? Nein, weil so schnell wie der kommentiert, also. Ob ich mal als Bürgermeister aufstehen lasse? Es gibt in meine Visionen oder in meine, was ich mache und was ich nicht mache, steht ganz klar drinnen, keine politische Karriere. Also fällt gänzlich aus, dann müsst ihr, weiß nicht, was passieren müsste, dass ich Politiker wir und Bürgermeister. Aber in den nächsten 20 Jahren nicht, wenn dir das als Antwort reicht. Aber was die Leute sich interessiert, nicht so nicht. Sondern wieso hast du das für dich so festlegt? Was? Dass du nicht Bürgermeister wirst. Weil Wirt ist immer für alle da. Ganz wurscht, welcher politische Couleur. Also für mich hat der Gast und somit in weiterer Folge das Geld, da haben wir auch schon mehrmals geredet darüber, dass unsere Religion ja Geld ist. Das Geld hat kein Marschall und von daher kann ich entweder
ein Geld als Politiker verdienen oder ein Geld als Wirt. Und aktuell ist es mir lieber, wir verdienen mehr Geld als Wirt, als wir als Politiker. Also aktuell ist jetzt nicht die aktuelle Situation. Aktuell ist es Büro. Also. Bürgermeister ist eh auf das Ende der Karriere, ja. Das ist wie mit dem Sterben ungefähr oder mit der Pension, das ist auch der letzte Haken. Wobei ich eigentlich schon überlegt habe, ob ich nicht unseren Rieder Bürgermeister oder einen Braunauer Bürgermeister, die zwar kenne ich besser, einen Angerer, einen Scheringer kenne ich nicht so gut, ob ich es nicht einladen, ob wir nicht einmal einen Stammtisch mit einer machen. Aber das, da warten wir jetzt so 14 Tage, 3 Wochen. Wenn sonst niemand mehr mag, dann frage ich mal den Bürgermeister, ob die Zeit haben. Wenn die Situation beschließt, aber nicht ankommt, so ist dann nehmen wir den Bürgermeister. Genau. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die Bürgermeister nicht für alle da sind, aber es wird, muss man halt einfach ein bisschen Rücksicht nehmen auf seine Gäste. Und es gibt ein paar Themen, wo die Wogen über hochgingen und da ist Politik schon eins. Das sind nämlich keine rationalen Themen, sondern emotionale Themen und da muss man als Wirt vorsichtig sein, dass man Ratio, also Emotion schlägt Ratio und deshalb muss man da vorsichtig sein mit solchen Themen. Und ich habe eine politische Meinung und die werde ich aber mich hüten, kundzutun, weil ab und zu muss ich es eh fast, kann ich es eh fast nicht verheimlichen, aber ich finde, dass ich einen guten Mix aus allen ein bisschen habe. Und so wird es wahrscheinlich auch sein, aber es wird darauf ein Bier im Übrigen. Und das ist auch schon wieder der letzte Schluck, den ich habe. Irgendwie sind das kleine Flaschen, habe ich gesagt. Ja, was tust denn du? Inhalierst du die Flaschen? Du, das sind die. Ja, Mike, ich bedanke mich auch, dass ich echt so meine Gäste zünden darf, aber was sterben vor oder was passiert vielleicht jetzt? Wo ist der Gast? Wo ist der Gast? Der Gast, achso, jetzt kenne ich mal was. Der Gast ist heute da, weil der Gast hat nämlich ein bescheidenes Internet, also das mit D, das Internet, nicht das Internet, sondern das Internet. Der hat in Indien einen Zugang und die ackeln nichts um die Zeit. Also, der hat ein bisschen eine schlechte Verbindung, darum haben wir heute Telefonkonferenz und ab und zu kann ich euch sein Foto zeigen. Das war er da, der Müslimhauser, der Herr da, der da am Sofa sitzt, mit einem Bier in der Hand. Das war er. Jetzt lass ich ihn kurz einblenden, da werde ich mir ein Bier holen, vielleicht hole ich gleich zwei Flaschen und dann brauche ich nicht so oft gehen. Magst du kurz einen Witz erzählen, einen Schwank aus deiner Jugend oder irgendwas? Ja, das ist meine Lieblingswitz einmal. Mit dem habe ich damals in der Tarifhochschule, schon in der Top-Hochschule meine Karriere gerettet. Das ist wirklich, damals haben wir einen Lehrer gehabt und der hat gesagt, wenn man Sport kommt, was bei mir sehr unregelmäßig vorkommen ist, der ist aber ehrlich regelmäßig, da hat man einen Witz erfinden. Und ja, bin dann vor das Auditorium getreten, meiner Studienkollegen, und hab dann losgelegt und dann ist genau der Witz gegeben. Es ist eine Stammtisch-Situation, so wie wir es aktuell heute haben, nicht wir drin, sondern es war wirklich ein Stammtisch. Und da halten sie drei, trinken, haben wir 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 des Lebens zu sprechen. Ja, und der Erste sagt, du, also ganz ehrlich, der Grenzlöfer Mechaniker gemacht. Wenn du deine Torte legst, dann kannst du nicht funktionieren, weil du kannst dran, du kannst schütteln, du kannst wenden. Also das muss der Mechaniker gemacht haben, weil sonst hat das nicht so gut gehen. Der Mensch ist vom Architekt gemacht.
verstehe. Ich hoffe, dass noch einmal nachverstehen. Wer da alle Flaschen gar? Ja, die Flaschen werden alle gar nicht mehr. Matthias Schneitl, ein Halle aus Lungau. Ja, mit dir, Matthias, steht auf der Bank. Zur Info, wir haben heute Telefonkonferenz, weil im Lungau haben sie nur Buschstrom statt dem Internet. Und das hat nicht lange gehalten. Der Übersetzer ist uns ausgefallen. Und Kanzler hat einen Tag reden, jetzt müssen wir das über das Telefon machen. Karl, kannst du bitte an Holaus Fred einen Brief schicken, der ist noch auf Instagram. Ja, leider. Für Schweizer Ohren schäbert das zu toll. Ich habe es nicht alles verstanden. Ich übersetze jetzt. Entschuldigung, kriegt man auf Hochdeutsch erzählen? Auf Hochdeutsch, ja. Also, wenn das deine geschätzte Freundin will, dann erzähle ich ihn auch auf Hochdeutsch. Wer, was liegt am Strand und hat einen Sprachfehler? Eine Nuschel. Auf die Nuschel. Nein, aber ohne Scheppern. Ja, tut mir leid, ich habe ein wenig geschäbert, weil sonst war ich da direkt unterhupft und das, was war das für ein Stammtisch? War man nicht irgendwie Müsli, das ist eh Schweizerdeutsch, das scheppert doch nicht. Also, Männer, kennt ihr der Madeleine den Witz übersetzen? Der Madeleine, Entschuldigung, ich sage Madeleine, Entschuldigung. Karl. Der Herrgott war Architekt, weil er hat einen Vergnügungspark und einen Abwasserkanal in einem Real zusammengepackt. Es scheppert Blechern. Das ist wahrscheinlich da, weil wir da das Handy so weit dabei haben, dann also mal weiter weg ist so besser. Lieber einen sitzen haben und nicht mehr stehen können, als einen stehen haben und nicht mehr sitzen können. Ja, da fällt mir ein alter Bühnenwitz ein, weil ich war in Mauterdorf von Fasching, das ist eine wahnsinnig kulturelle Aufwertung für den Ort. Die ist übrigens, da gibt es ein Bühnensager, wenn du nicht mehr kannst, dann ist man besser ein enger wie ein Steher auf der Bühne. Ist verständlich, ja. Ja. Jetzt ist mir gerade aus irgendeinem Grund der Witz eingefallen, wie sie die, wie hat's denn geheißen, die Verona Pot beschwert, weil ihr Bruder hat zwei Schwestern und sie gerade eine. Die Witze werden auch immer schlechter, inklusive meine. Gerald, das sind Witze, was du machst. Wem glaubst du das ernst? Ja, endlich ertötet werden, dann kommen wir endlich drüber lachen. So, jetzt mal wieder die Frage an das Publikum. Was habt ihr denn es für Bier gerade vorrätig? Weil ich trinke jetzt dann mein fünftes Flaschel vom Edelmerzen und der Bock habe ich auch schon getrunken. Aber mit dem Bock muss ich mich ein wenig zurückhören, weil da macht man so einen Durst. Das ist eine schlechte Kombination. Außerdem habe ich bei Nacht schon gerade gesehen, dass nur ein paar gute Flascheln in der Kühlung waren. Schauen wir mal, wie lange wir es heute aushalten. Es ist 8:45. Ein Zeil geht's noch. Wer hat denn nur einen Witz? Hat es noch einen Kalauer aus? Nee. Elisabeth Mauser, gehört die zu dir? Elisabeth Mauser, die Mama schaut mir dazu. Ah, das ist Mama. Mama, grüß dich. Wir haben einen Buben da eine verfrachtet, also keine Panik. Er ist noch da. Der Matthias trinkt der Original. Ich nehme einen Schneidl Original. Honigwirt, Rieder Weißbier, auch eine gute Wahl. Kleine Oberpfälzer Brauerei, ja, vielleicht kennen wir es direkt. Welche war es denn, Herr Doktor? Wir haben gerade einen Zwickel, haben wir schon gehört. Die ist eh so stolz auf ihren Sohn. Ja, weil der Kerry hat geschrieben, er hat die vor kurzem besucht. Also der hat schon wieder alles ausgeforscht. Alles fotodokumentarisch festgehalten. Der Mr. Beerkeeper. Das war ein Wahnsinn. Ich bin ja eher der Nachtmensch. Ich habe bis 5 in der Früh
Mann da weggeschrieben, bin dann erst hingegangen, dann schreibt der Mann am Vormittag, er schaut heute bei mir vorbei. Dann haben wir uns so auf halbe Zeit um 12 getroffen und haben wir einiges an dir getrunken, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Und ich sollte noch in der Maßnahme schreiben, echt, ich habe in der Reihe erst noch viel gekriegt, weil es ist dann nicht mehr gegangen. Der Gerald, der hat eine Ausdauer, das ist sensationell. Samichlaus, Glenn Morangi, beste Wahl. Ich muss auch sagen, du bist relativ fit für das Bier. Hast du von den anderen Flaschen, die ich dazugegeben habe, auch noch irgendwas schon aufgerissen? So zum Warm-up, da war ein Scotch Ale war dabei und ein 11-Prozentiges. Der Tom soll sich fürchten, das ist, der, das ist unser Pfarrer. Brauhaus Floss, gibt es erst seit 2016. Zwettler Black Magic, hört sich auch gut an. Puh, da kommt Zeit, dass ich Flaschen im Keller habe. Yes, das heißt, du hast es vorher eins probiert. Ja. Naja, da haben wir einen bunten Reigen, so an Bieren. Das ist eigentlich nichts doppelt, nur wir zwei trinken das Gleiche, oder? Müsli. Ebede Val d'Ieu, das war von 2015, was ich mich erinnert. Das war ein. Ist ja die Ohren schon, ich bin noch eins unten. Nächstes Jahr spätestens bin ich eh wieder da. Okay. Oh, das freut mich aber, Gerald. Ich freue mich schon jeden Tag. Jetzt wird wieder eine Wahnsinnsaktion. Ich glaube, da ist ein wenig ein Sarkasmus in der Stimme. Nein, 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 das heißt, dass man nicht auf der Speicherkippen bleibt, oben schlafen. Und übrigens, in Zauner kannst du bei mir auch gehen, weil wir haben eine nagelneue Sauna da um 4 Millionen Euro gebaut. Mühltaler habe ich schon ausgetrunken, jetzt kommen ein paar ehemalige Punker dran. Okay, wird wahrscheinlich Brudox sein. Aber ich habe hab schon zwei Original getrunken. Matthias, das geht ja nicht. Machst du einen Prop-Sepp-Konkurrenz? Sepp wird schon gut. Die Sauna ist von der Stadtgemeinde gebaut worden und da haben ganz schön Leibplatz. Also, und Sauna bei dir im Bierhotel? Nein, 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 nein. Da müsst ihr alle hinschauen, der Kachelofen ist eine Sensation. Und die hätten ja jetzt da in die Sauna, hast du uns noch nie eingeladen. Ja, das ist ein Freizeitbad. Aber Müsli, okay. Es waren ja da im Rahmen des Inviertler Biermärz waren ja Saunaaufgüsse gewesen, drüben. Und wir im Rahmen mit der Gästekarten und so, da gibt es ja einen Rabatt oder ist gleich gerade, ich weiß gar nicht, wie das so genau ist. Das reden wir dann, wenn es wieder normal dahin geht. Genau. Aber das ist fußläufig von mir 2 Minuten oder 3. Also, ich meine, in der Badehosen kannst du nicht um mich gehen oder mit dem Handtuch, aber es ist zum Dagegen. Hey, Karl, das ist ein langer Sommertemperatur. Leicht renne ich da mit der Badehosen um. Mit der Badehosen geht man nicht in den Zahn, eins. Und zweitens fällst du wahrscheinlich auf, wenn du bei uns bei den Temperaturen nur mit dem Handtuch begleitet und umrennst. Aber wenn was die dann verhoffen, ist eh wurscht. Ich sag nicht, dass ich mit der Badehose in den Zahn gehe. Du sagst, wenn ich umrennen. Ja, genau. Von mir aus rede ich auch mit dem Handtuch um. Ich bin sehr gewiss. Im Lungen ist das eine echt super Temperatur, was ist jetzt Winter bezeichnet. Winter? Wir haben heuer keinen Winter gehabt. Ist der überhaupt gecancelt? Weg von Corona oder was? Ich war über Weihnachten eine Woche oder 14 Tage nicht daheim. Ich habe nur ein einziges Mal gesehen, dass die Straßen weiß schneebedeckt waren. Und das auch nicht dafür eine Stunde oder zwei. November, Dezember, Jänner, Februar, März. Wie bitte? Es ist schon sehr nordig bei Ihnen. Nordig und. Ja, es, wir liegen auf 450 Meter da in Ried. Und das ist halt gerade mal um 100 oder 150 Meter zwängen, dass da noch Schnee ankommt. Wenn du bei uns in Stötzen rauffährst, das ist da, wo man dann Richtung Salzburg fährt, wie wir zuerst geredet haben, da ist schon ab und an mal auf der Seite ein wenig Schnee gelegen. Aber bei uns da in Ried, Schneeschaufe haben wir nie gebracht. Nein, das ist richtig.
Weil es tut mir wirklich gut, ja. Nicht jetzt sarkastisch geworden oder irgendwas, aber so richtig schöner Winter, der gehört auch für mich dazu. Und ich glaube, da haben wir heuer nicht übermäßig Schnee gehabt, aber es war einfach einmal bedingt und das hat gut gepasst. Also, ja, nein, tut mir echt gut, weil ich bin Schnee eigentlich echt schön. Ja, aber bei uns. Riesen Schneepartie haben wir nie, aber dass einmal ein Monat der Schnee liegt oder was, speziell der Jänner, Februar ist bei uns eher ein Monat, wo es kalt wird und wo wir dann einen Schnee eventuell hätten. Aber da war heuer halt auch leider nichts. Welchen Schnee? Ja, denn der was vom Himmel überfällt. Also die Flaschen werden, glaube ich, mit jeder halben Stunde kleiner. Ja, ich glaube eher, dein Durst wird größer, weil du den Müllkeller so elegant und fein findest. Dauerwerbesendung, nur mal zur Information. Scotch Silly, ja, auch vorsichtig sein, hat auch, glaube ich, um die 8. Die Tini ist die, ich sage jetzt einmal vorsichtig, Bekannte von einem Biersommelier, der auch genauso wie ich motorsportfanatisch ist. Da, ja, war nicht so schlecht war mit Namen, das ist eine Katastrophe. Ich hab vor meinem geistigen Auge, aber Namen. Genau. Und sie ist auch mit bei den Motorsport-Events. Schönen guten Abend. Ja, genau. Also der, was da redet, der ist da drin. Der ist im Lungau daheim. Da haben sie kein Internet, da haben sie Prüftauben und Buchstrommen. Und darum müssen wir das heute so machen. Aber sie haben Gott sei Dank schon ein bisschen ein Telefon und darum können wir über das Telefon da. Wir haben praktisch wie es im... Bitte? Da wollen wir schon wieder deppern damit sein. Ja, her damit. Nicht so gut, aber ja. Sind wir nicht zählt? Solange du das hörst, erntest du die Lorbeeren. Ob es gut ist, oder? Ja, ich glaube, wenn ich ein Schild kriege oder sage, der ein bisschen schlechter dahinter wird. Also letztens haben neben dir, das ist nicht so gut, neben dir haben sie ein Haus umgerissen, das war 300 Jahre alt. Wirklich ein wahnsinnig altes Haus, 300 Jahre, haben sie umgerissen müssen. Darunter, was haben sie gefunden? Ein Telefonkabel. In Rien, ein wahnsinnig, haben wirklich so vor 300 Jahren telefoniert. Das finde ich sensationell. Ja, aber ich sage dazu, im Mautenau vom Knackter Hauserkissen 400 Jahre Buchbude zusammenbringt, weggegessen, was haben sie drunter gefunden? Nix. Ja, und damals so. WLAN. WLAN kommt, ja, richtig. Du wartest. Ja, dann wird dann wieder erzählen, wen hast du denn den nächsten Tag zu Gast, fragt der Matthias. Morgen ist der Thomas Stockinger, der Wirtesprecher von Oberösterreich. Der hat zuerst schon mal kurz einen Einstieg gehabt zu Gast. Also für alle Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaft, kleine Unternehmer, Wirte natürlich. Wir werden über das Thema reden, wie geht es mit Kurzarbeit, auf was müssen wir sich einstellen und. Wird sicher auch spannend. Hat ein großes Hotel in Ansfelden. War mal kurz Tourismusverbandsobmann, weil man haben sie müssen einen Tourismusverband gründen und. Wird sicher lustig. Am Sonntag, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist eigentlich ja schon wieder zu spät, möchte ich am Frühschoppen machen um 10 Uhr. Da kann auch jeder einsteigen, der einsteigen will. Da werde ich keinen Gast haben am Frühschoppen. Da kann jeder, können wir so diskutieren und wenn einer will, dann lade ihn ein und kommt einer oder meldet sich an, dass einer kommt. Kriegt ja jeder sein Fenster bis um 12 Uhr, dann ist es zum Mittagessen natürlich. Oh, jetzt geht das los. Dann ist auf Nacht kommt aus Sulzbach Rosenberg die trinken wir Weißbier am Sonntag natürlich. Vielleicht kriege ich ja irgendwo Weißwürste noch her, muss ich mal schauen.
Auf Nacht aus Sulzbach-Rosenberg, der Stefan, der ist Hobbybrauer und hat nebenbei eine große Metallverarbeitungsfirma. Der hat sich angemeldet. Am Montag habe ich mit dem Stefan Adelsberger ausgemacht. Der macht Brewtown City of Hops, also auch wieder ein Brauer. Am Dienstag war normalerweise der Seil Martin wieder dran, außer der Matthias mag wieder, wie auch immer. Ja, und dann habe ich die Stöberl Michi, hätte ich angeschrieben, eine Kollegin aus Straubing, die Gors in Straubing macht, ob's kennen möchte, hat sich noch nicht zurückgemeldet. Ja, was tut sie immer wegen was? Schauen wir mal, wer mag und nicht mag. Der jetzige Mike sagt, wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben und wenn wir gesund bleiben, müssen wir unsere Wirte unterstützen. Haben wir schon gesagt. Nicht nur die Wirte, auch die regionalen Brauer können unterstützt. Darauf ein Bier. Prost. Trinken wir Weißbier, können wir sicher andenken. Der Pötzi ist da, so als Pötzi. Mittwoch Sebastian Pürz, bitte. Wegen Sonntag noch mal ganz kurz. Machst du eigentlich Weißbier da? Wie meinst du das? Habe ich auch gesagt, ich werde nur schauen, dass ich Weißwürst besorge. Und schlimmstenfalls habe ich Fotos von Weißwürst für euch. Also, weil wir haben jetzt zuletzt. Was nehme ich mit deinen Fotos? Was hat er schon gerne reales Ball bei dir da sitzt? Zuletzt, Alf Breuer, ja. Zuletzt habe ich alles Weißwürst gehabt als Genussaktion. Und da haben wir halt gebrochene Weißwürst auf Salat gehabt und Brone Weißwurst, Weißwurstgrästl, die Klassiker. Der Wolfgang Ambros, nein, ich nehme Hansi Hinterseher, der ist mir lieber. Der Wolfgang, den hat schon so her. Die Mumboots oder die Haare? Sonntag Helene Fischer, ja. Bei der Helene Fischer bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht lieber war, wenn die live da war. Bei den anderen, die sollen ruhig auf der Ferne bleiben. Schauen wir mal. Aber also, Michi, ganz ehrlich, danke für deine Vorschläge, aber die sind einfach kollektiv abgelehnt. War noch nicht viel Scheiß dabei, nicht? Nein, wir müssen uns jetzt entweder einigen, wir reduzieren die Dosis oder wir erhöhen die Dosis. Jetzt ist gerade etwas unrund die Geschichte. Ist der Samichlaus leicht gar? Bis weiter, bis bald. Danke für den Stammtisch. Ja. Schöne Grüße in die Oberpfalz oder wir hoffen, wir sehen Sie morgen wieder. Bier vorbereiten, einschalten, 18.45 Uhr auf Facebook, 19 Uhr auf Instagram. Live-Stammtisch morgen, wie gesagt, mit Thomas Stockinger, unserem oberösterreichischen Wirtensprecher. Wird auch sicher unterhaltsam, ist auch ein Wirt. Wir haben auch ein paar Wirts. Aktuell Nürnberg, okay, wunderbar. Ist bei euch schon Shutdown? Ist schon alles sauber gefahren oder rennen sie nochmal um? Muss arbeiten. Ja, geht's da wie mir? Ich muss auch arbeiten. War der Job. Danke jedenfalls, dass du da warst und bis demnächst gesund bleiben. Ist als Arzt wahrscheinlich noch wichtiger. Ich werde nicht damit gegangen jetzt nochmal. Und nicht vergessen, die täglichen 10. Heute Nacht 0 Uhr ist Bayern dicht. Das habe ich euch eigentlich prophezeit, dass zum Wochenende zugesperrt wird. Das haben mir meine Kollegen anfangs nicht geglaubt, aber jetzt hat sie sich halt bewahrheitet. Aber wenn es uns alle hilft, ist es so gut. Karl? Ich bin noch da. Nur eine kurze Frage. Habe ich die Ehre. Wie viele Wörter? Ja. Weil wir wieder am Dialekt sind, werden wir jetzt wieder ein bisschen was kurz. Also, das ist bei uns wahrscheinlich ähnlich, 25, 30, was weiß ich. Das ist sicher, gibt es genug. Ja. Aktuell habe ich einmal 12 für mich aufgelistet, wo du wahrscheinlich echt wenig kennen wirst.
Na gut. Bei uns geht es auch mit einem Teufel, mit einem Rade, mit einem Fetzen, mit einem. Ja, keine Ahnung, was, da hat man da noch nie so große Gedanken gemacht. Ich sind so typische Wörter, gell, wo man so nicht geht. Bei einem Fetzen oder einem Wortlet, das kennt man schon. Also ja. Im Ungarischen gibt es zum Beispiel den Bele. Der Bele bezeichnet einen Alkoholrausch. Bei uns heißt das ein Böli, das ist aber das Söwe wahrscheinlich. Ja, das ist aber, danach gibt es einen Dampf, das ist eh international bekannt. Dampf gibt es bei uns auch, ja. Ein Fetzen, ein Klirger hat man natürlich. Ein Klirger, ja. Ein Mule, das weiß ich. Mule ist wie ein Maultier. Was denn, nachdem ich mit dem Peter Doppler kenne ich das Wort da, also habe ich schon mal gehört. Ja, Mule oder Murten? Was war das? Ein Murten? Nein, das sagt mir jetzt nichts. Murten ist auch. Nein, Murten nicht, mein Gott. Scheiß Autokorrektur. Murren ist was anderes. Ja, Entschuldigung. Ein Murten? Murten? Nein. Dann haben wir noch einen Reis, einen Raus, das ist eh klar. Dann haben wir noch einen Ruß. Ruß sagt auch nichts, oder wie? Jetzt warte mal, jetzt muss ich auch einmal die zwei Fragen beantworten. Darf ich die kurz abwählen? Ja, gerne. Madeleine sagt, dass in der Schweiz bestimmt haben Gruppe 5 Personen 2 Meter Abstand, also das ist. Das war bei uns auch ein Zeil, aber wir sehen, das wird nicht mehr lange gut gehen, weil die Leute nicht vernünftig sind. Es gibt halt immer ein paar, die was nicht glauben können. Also es wird auch Hausarrest kriegen. Da werden sie dann deine Nachbarn freien vom Altersheim. Jalousien habe ich nicht der Halber da überlassen oder so. Und der Jetzinger Mike fragt, dass Coach Silly soll laut Druck am 30.04.2015 abgelaufen sein. Das habe ich da jetzt erst eingangs gesagt. Das stimmt auch so, also das ist sicher um den Zeitraum abgelaufen, aber das ist ein Bier mit, was weiß ich, 8% Alkohol, das braucht ja gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum, ist auch von der Farbe eher dunkleres Bier und denen tut das auch oft sehr gut, wenn man es ein bisschen reifen lässt, weil dunkle Biere haben am Anfang eine Röstmalzbittere, das kann man vergleichen wie die Tannine beim Rotwein, also die Gerbsäure. Und die bauen sich dann ein bisschen ab, also die wird weniger, die Gerbsäure. Genauso ist es mit der Röstmalzbittere, die wird auch weniger. Und darum schaut an so ein Bier, das gar nicht, wenn es 2-3 Jahre mal reift. Gerade dunkle Biere eignen sich optimal für Reifen. Also bin ich überzeugt. Und da war es halt aber gut, wenn man jetzt da frisch sind und das Gereifte, da bin ich überzeugt, dass du sagst, da ist mir das Gereifte eigentlich fast lieber. Wo ich das oft den Vergleich machen kann, ist mit dem Gregorius aus dem Stift Engiszöl. Da sind wir ja froh und stolz, dass wir die einzige deutschsprachige Trappistenbrauerei bei uns haben. Da ist es ganz extrem gewesen. Also der frische Gregorius, vorsichtig gesagt, war Qualitätsgeschmack überschaubar. Aber der gereifte, auch lustig, ein ehemaliger Außendienstmitarbeiter von Chimay. War ein Rierer und der war mal bei mir da, weil mein Golfspezi, der Gucki, der kennt den gut. Und da sind wir dann bei mir im Bierkeller gewesen und da hat er gesagt, nein, das Gregorius, das geht gar nicht, das schmeckt doch nichts, das ist nicht gut. Sag ich habe ein gereiftes da, das war damals 3, 4, 5 Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Sag ich, probiere das und dann sagt man der ehrliche Meinung und der war völlig hin und weg, weil das waren für ihn zwei verschiedene Biere. Und das ist halt, das ist nicht gelernt beim Bier und so weiter. Ich habe jetzt die letzten Tage schon ein paar Mal ein gereiftes Bier getrunken, da waren nicht alle optimal, das möchte ich auch ganz klar sagen. Aber die ich getrunken habe, sind auch eher die, wo ich weiß, dass ich sage jetzt einmal vorsichtig was geben kann und wo ich überzeugt bin und wo ich es weiß, die probiere ich eigentlich kaum. Weil ich weiß, dass das was ist. Ich habe es gehört, aber meine Mitbewohner haben das nicht gehört. Die haben mir das nicht geglaubt. Danke. Ja, Mike, das stimmt. Ich meine,
ob ein Bier schmeckt oder nicht, das ist immer eine subjektive Ansichtssache. Grundsätzlich waren sie ja Geschenk, also von daher. Aber nichtsdestotrotz muss ein Geschenk auch, also man kann etwas herschenken, wo man sagt, das ist ein Klumpert oder was. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass das passt. Der hat auch schon 10 Jahre Mindesthaltbarkeit. Ich glaube, du meinst den Gregorius. Nein, am Anfang hat er 2 Jahre gehabt. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben. Mittlerweile sind sie ja vom Triple zum Quadruple mit der Stammwürze aufgefahren. Und ja, vielleicht haben sie da auch das Mindesthaltbarkeitsdatum erhöht. So viel zu den Themen. Und ich weiß, Haltbarkeitsdatum beim Bier ist ein endloses Thema. Habe ich immer wieder eine Biersommelier-Kurse und dort und da. Aber es eignet sich nicht jedes Bier. Also, aber ich kann jetzt berichten, es schmeckt perfekt. Naja, dann ist es ja wunderbar. Engerz Zöll, 10 Jahre ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe Biere, die haben in 50 Jahren MHD-Ende oder was. Oder in 30 Jahren. Also das gibt es auch alles. Also, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein Bier ab 10% sowieso kein MHD mehr braucht. Da ist ja nicht noch eine Fleißaufgabe. Ja, und knapp drunter ist genauso. Also ist im Prinzip egal. Und ein Wein oder ein Schnaps oder irgendwas hat ja auch, war ja auch im Freibier. Ja. Ist schon lange nicht mehr der aber ins Freibier. Zum aus, jetzt bist du wieder dran, weil ich würde nicht probieren. Du bist mein Gast. Ja, du, alles gut, deine Aufschwung, ich kann nur zu 100% zustimmen, weil wenn der Plätzchen verzündet hat, hätte ich die eh schon runter. Ja, okay. Den Molenbier, immer den 2041. Ja, genau, welches hast du? Gott und Verdammnis, oder wie heißt das? Oder Himmel und Hölle? Das sind die Barleywein, die ich kenne. Beziehungsweise so ganz dunkles Russian Imperial Stout oder was. Ich hab 2 den Molen im Keller. Joppen habe ich auch 2, 3 im Keller. Verschiedene, ja. Wohl richtig. Ja, nein, also. Ist so. Emelissen habe ich auch, aber ich glaube nur 2, 3 Flaschen, da habe ich nicht viel. Ist das auch Holland oder ist das Belgien? Das weiß ich nicht, aber eher Holland. Übrigens fand ich die Töchter von der. Oh, ja. Ich bin noch nicht recht weit mit meiner Inventur und mit meiner Eingabe. Ja, welche Emelissen? Du fragst mich Sachen, Gerrit. Weißt du, ich habe 450 Biere im Keller. In einer Woche können wir wieder reden drüber. Ich habe die ganze Box zum Testen geschickt bekommen. Okay. Nein, habe ich sicher nicht da die ganze Box. Sehr viele Whisky-Fässer-Vorbelegungen, okay. Ja. Dann hat es ja was, nicht? Dann hat es ja was. Ja, ich habe vor kurzem aus dieser Brauerei, ich weiß nicht, ob die wer kennt, Karton geschickt gekriegt. Danke. Ja. Na, und was sind schon 450 Biere? Ja, das ist immer die Frage, was das sind. Aber ich weiß nicht, ob es schon, dein Papa war doch Buchhalter, da solltest du doch Inventur. Ist richtig, die Inventur ist auf den Cent genau gemacht. Das ist eine Katastrophe bei mir. Und es ist ja ganz klar, wir wissen total, was da ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich kriege immer wieder, wie du, auch Biere zugesandt. Und die, da habe ich keine Eingangsrechnung, keinen Lieferschein dafür. Und deshalb kann ich es aber auch nicht in die Inventur aufnehmen. Und darum habe ich relativ viel Biere im Keller, die halt ja, außerhalb der Inventur sind. Nicht, weil ich sie irgendwo gekauft habe, sondern weil mir die halt zugeschickt worden sind.
Und ich schon fast beim Trinken nicht mehr nachgekommen. Darum bin ich ja froh über den Coronavirus, weil jetzt wieder ein wenig zusammengerannt. Aber wenn er wieder geschickt wird, komme ich wieder in die Ferien. Kommt ja aus dem Lunga, ist das dieses Internet. Ja, genau. Was sagst du? Jetzt hat mir echt klar, dass ich ein Bier geschickt habe. Na, passt. Danke. Danke nochmal. Danke, danke. Ich bin tief in deiner Schule. Ja, du bitte, danke. Das ist alles, alles gut. Das habe ich aus drei Stücken gemacht und das passt gut. Aber, ja, ich habe es die Tage auch schon mal gesagt, 10 Jahre lang kann ich 10 Bier trinken jeden Tag. Bis dass wir mal am Boden sehen. Ja, cool. Ich sag das. Ich muss echt einmal jetzt, wo der ganze Spaß noch vorbei ist, dir ausgeschaut, dann sind wir bei dir immer und dann machen wir einen Dankeschön ab. Aber es sind halt natürlich auch Biere dabei, wie der Mike gerade gesagt hat, die halt 2015 angegangen sind. Also ist jetzt für mich ein großes Ding. Es sind wahrscheinlich auch welche dabei, die nicht am Höhepunkt sind, das muss man auch klar sagen. Aber das war oder andere Bier, ich kann euch nur sagen, ich habe schon bei den Bierfestivals, die wir in Ried gemacht haben, mit der einen oder anderen Brauer Bierverkostungen gemacht, von denen ihren eigenen Biere, gereifte Biere, die waren völlig fertig, wie sie ihren Biere entwickeln und so weiter, weil sie das gar nicht am Radar gehabt haben, dass sie ihren eigenen Biere reifen lassen. Und das ist halt auch ein Thema, das nicht jeder aufnimmt. Aber Bierreifung kostet auch Geld, weil man ja sich verspekulieren kann. Man kann ja Bier in den Keller einlagern und das entwickelt sich dann nicht so, wie man glaubt. Gut. Und dann muss halt dieses Risiko auch getragen werden. Das ist halt wie immer und überall. Da hat jeder, der Bierkipper kann über Risiko sicher mehr erzählen wie ich. Aber das muss halt auch irgendwo gerechtfertigt sein. Du, lieber Quang. Ja. Zurückzukommen auf die Wirtschaftlichkeit. Bist du nur immer dabei, dass du sagst, 10 Cent pro Monat steigerst du deine Biere, die länger im Keller sind? Ja, genau. Das ist nur immer aktuell. Weil das habe ich damals eben bei dir in der Bierjubiläausstellung gelernt mit Lagerung und Reifung und ja. Ja, ist ja an sich eine gute Verzinsung auch, je nachdem, was es ursprünglich gekostet hat. Ich bin jetzt da gerade dabei, also darum mache ich ja diese Inventur, vorsichtig gesagt, dass ich meine Bierkarten gerade wieder neu schreibe. Und neue Preise. Es gibt ja ab 1. April einen neuen Bierpreis, also Corona hin, Corona her. Das wird nichts nutzen. Wir haben alle höhere Kosten. Und deshalb wird es ja der Bierpreis erhöhen. Also kann leider nicht großartig was machen. Ich habe mir zwei Aktionen überlegt, die werde am Sonntag wahrscheinlich rausgehen, dass wir da was machen, aber bleibt gespannt. Der Mike fragt jetzt, warum hat dann Bier überhaupt ein Ablaufdatum? Das habe ich zum Beispiel einen Lebensmittelinspektor mal gefragt für unsere deutschen Nachbarn. Das ist das Ordnungsamt. In der Schweiz, Madeleine, weiß ich nicht, wie das bei euch heißt. Das ist praktisch der, der ein bisschen die Lebensmittel kontrolliert. Und der hat gesagt, Bier kann auch deutlich unter 10% Alkohol haben. Darum braucht es ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Im Übrigen hat es das eh erst seit Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Vorher hat es kein Mindesthaltbarkeitsdatum gegeben. Und es kann auch durch eine Chargennummer ersetzt werden. Also theoretisch braucht es nicht unbedingt ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und, aber die Chargennummer muss dann auch Rückschlüsse aufs Alter hergeben. Aber es hat halt, weil es deutlich unter 10% hat, hat es ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Was aber für mich im Umkehrschluss heißt, dass wenn es um die 10 oder mehr wie 10 Alkohol hat, Prozent, dann braucht es eigentlich gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das ist halt das Paradoxon beim Bier. Und ich erkläre mir das so, dass halt irgendwen gegeben hat, würde ich sagen, dass es ein Einzelhandel war, der halt uns immer den Konsum antreiben will. Das heißt, man gibt dem Bier ein Mindesthaltbarkeitsdatum und damit, wenn es angelaufen ist, wird das alte weggeschmissen und wir kaufen uns ein Eis. Und das erkläre ich auch immer im Bierkeller, darum ist mir auch wichtig, dass ich es euch da jetzt kurz erkläre. Es ist viel, 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 viel wichtiger, ein Bier ordentlich zu lagern, als wie alle an den depperten Mindesthaltbarkeitsdatum um und um zu reiten. Weil, wenn ich ein Bier
in der prallen Sonne zum Beispiel aufbewahre. Und das passiert öfter, als man denkt. Ich sehe das oft bei ich will jetzt nicht so umglimpfen, da steht heraus der Palettenbier in der prallen Sonne im Hochsommer. Und der Niklas Sepp, der Braumeister, sagt, ein Tag in der prallen Sonne altert das Bier um 30 Tage. Jetzt, wenn ich eine Woche in der prallen Sonne stehe, habe, sind es 210 Tage. Ein halbes Jahr ist normal Mindesthaltbarkeitsdatum, das war nicht der 180. Tag. Das heißt, das Bier ist noch weit innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums, ist aber verdorben, de facto verdorben. Weil kein Mensch würde sein Salat, sein Fleisch oder irgendein Gemüse oder irgendwas eine Woche lang der prallen Sonne aussetzen. Das wird es nicht essen oder verkaufen oder irgendwas. Also ist das Mindesthaltbarkeitsthema eigentlich das Falsche. Es sollte ein Lagerthema sein. Also ordentliche Lagerung ist viel, viel, viel mehr wert wie dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich hoffe, ich habe das mit Mindesthaltbarkeitsdatum ein wenig erklären können, aber das ist für mich sinnlos. Nicht nur für dich, es ist immer wieder eine Diskussion, dass auch für mich als Bierproduzent, wo du einfach rechtfertigen musst, wenn du jetzt nur mehr aus über zwei Monate hast, und du die trotzdem noch in der Kaugel, oh, das läuft ja doch ab und immer, das kriege ich auch wieder nicht her und. Merci, bitte dir. Ja, ich weiß, dass bei den Leuten immer. Es ist ja alles da geworden, dass die Leute hypersensibel werden auf das Thema. Aber auch dazu kurz, wenn das Ordnungsamt, der Lebensmittelinspektor bei mir ist und er findet in meiner Küche ein angelaufenes Joghurt, eine angelaufene Butter oder irgendwas, deswegen bin ich nicht verhaftet, nicht eingesperrt und auch nicht gestraft, sondern ich bin ja als gelernter Koch befähigt zu erkennen, ob das Lebensmittel angelaufen ist oder ob das noch gut ist oder sonst was. Und wenn ich erkenne, dass es noch gut ist und befinde, dass es noch gut ist, dann darf ich das auch weiterhin in meiner Küche verwenden. Wenn er natürlich ausschließlich angelaufene Sachen findet, dann wird er sagen, jetzt sperren wir mal zu, weil das geht nicht, wie du den Betrieb führst. Aber wenn da dort oder da ein angelaufenes Ding ist, das ist noch kein Beinbruch. Also, das heißt ja immer mindestens haltbar bis. Wer hat denn beim Salz gewusst, dass noch 3 Millionen Jahre aus der Erde rauskommt und noch 3 Jahre anläuft? Das haben wir schon sehr genau erwischt. Also das ist ja alles aber wahr an der Kikeriki. Aber eins muss ich euch jetzt ganz kurz sagen, wir nähern uns wieder der 90-Minuten-Geschichte. Also es kann sein, dass ich demnächst wieder futsch bin und dann komme ich nochmal zurück und dann machen wir noch eine halbe Stunde und dann schauen wir, ob der Müsli-Mauser noch ein bisschen eine Luft hat und ob da noch was geht. Wir haben nur 5 aufmerksame Zuschauer, was mich freut und ehrt. Und. Karl, ich sag dir ganz ehrlich, wenn es nur bei mir beide sind, dann glaube ich, dann werde ich aufhören. Aber jetzt sind sie wieder 6 geworden, also irgendwie kriegt man das schon noch hin, dass wir da ratschen über Bier und über MHD. Und da habe ich echt eine lustige Geschichte zu erzählen. Und da machen wir jetzt einen klassischen Cliffhanger. Ja. So, hey. Du trat kurz ab, kommst dann gleich wieder online und dann erzähl ich meine lustige Geschichte, was mir der Tourismus-Schule mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum aufgeführt hat. Okay. Also, nur mal, wer es nicht verstanden hat, der Mike fragt, warum wird der Bierpreis wieder steigen? Schauen wir mal, über das diskutieren wir dann. Der Müsli-Mauser will euch dann noch kurz einen Witz erzählen. Ich steige jetzt kurz aus. Dann müsst ihr euch 2-3 Minuten gedulden. Ich hoffe, das habt ihr. Geht aufs Klo, telefoniert, holt euch ein frisches Bier. Und wenn ich wieder zurück bin, dann geht es wieder weiter. Kurz 2 Minuten Pause und bleibt darauf ein Bier.